Herzlich willkommen bei Mindset 21. Corona hat die Welt verändert. Und die Welt wird sich wieder verändern durch Impfstoffe aus Deutschland. Ein Unternehmen, das die Nase hierbei ganz weit vorne hat, ist CureVac aus Tübingen. Und den CEO, Dr. Franz Werner Haas, den habe ich heute im Gespräch. Lieber Herr Dr. Haas, das vergangene Jahr war für uns alle eine neuartige Erfahrung. Wie haben Sie die letzten 12 Monate ganz persönlich erlebt? Als sehr aufregende Monate, insbesondere deshalb im Unternehmen, weil das Unternehmen wurde 2000 gegründet und in diesem Jahr können wir wirklich zeigen, was wir können. Das heißt, die Technologie, die so weit entwickelt worden ist, dass sie medizinisch anwendbar gemacht wurde und auch klinisch getestet wurde, eben innerhalb kürzester Zeit eine Lösung für die Pandemie in den Händen zu halten, weckt Energien, die unsagbar sind im gesamten Unternehmen. Von daher war es eine sehr stressige Zeit, aber auch eine sehr energiegeladene Zeit. Das ist schon so eine Once-in-a-Lifetime-Chance zu sagen, das, was man eigentlich macht, seit 20 Jahren wirklich dann auch zur Anwendung zu bringen, um einen Unterschied zu machen, das ist auch eine tolle Herausforderung. Wann war es denn soweit? Wann wussten Sie, dass Sie eine mögliche Lösung in Ihren Laboren haben? Ja, das sind mehrere Momente, die dort zusammengekommen sind. Ende letzten Jahres, also kurz vor Weihnachten 2019, haben wir unsere neue Produktionsanlage, eine größere volumige Produktionsanlage zur Zulassung gebracht. Unsere dritte, wir produzieren seit 2006 GMP-Material, also Material, was eben Menschen verwenden können. Dann haben wir Anfang des Jahres eine Tollwut-Studie in der Klinik ausgelesen, wo wir gesehen haben, dass wir mit einem Mikrogramm, ein Millionstel Teil eines Gramms, eine Schutzwirkung generieren können. Und bei Tollwut möchten sie natürlich geschützt werden, weil es ansonsten 100% tödlich ist. Das heißt, dort haben wir gesehen, dass die RNA im Impfstoffbereich bei geringsten Dosen eine sehr gute Schutzwirkung hervorbringen kann. Und das Dritte natürlich nach der Entschlüsselung des SARS-CoV-2-Virus gesehen haben. Unsere Wissenschaftler haben sich das direkt geschnappt und haben es auf RNA kodiert, um zu sehen, ob wir es zur Expression bekommen können und haben dann diese drei Elemente zusammengeführt. Das war dann im Februar, wo wir gesagt haben, wir haben etwas in der Hand, wo wir wahrscheinlich einen Unterschied machen können, einen Impfstoff entwickeln können. Zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, wie verheerend diese Pandemie sein wird. Aber Produktion zusammen mit der Möglichkeit der Technologie und gute Daten generiert zu haben, das waren sozusagen die drei Elemente, die uns gesagt haben, jetzt müssen wir alle Energie im Unternehmen genau auf die Entwicklung dieses Impfstoffs legen. Und warum gehören Sie denn zu den ersten Unternehmen? Was hat Ihr Unternehmen vielleicht anders gemacht? Nun, wir wissen natürlich nicht, was die anderen Unternehmen gemacht haben. Wir sehen, dass die andere RNA-Firmen wie eine BioNTech aus Mainz, auch große Klasse, den ersten Impfstoff zugelassen zu bekommen, ganz große Klasse, auch auf mRNA oder auch eine Moderna aus den USA, die weit nach CureVac gegründet wurden, aber auf der Grundlage der Daten, die wir auch generiert haben in der Zwischenzeit innerhalb dieser 20 Jahre, um zu zeigen, dass es medizinisch anwendbar ist, ist es natürlich eine tolle Sache, dass man sieht, dass es diesen Proof of Technology gibt, wie man das nennt, dass diese Technologie einen Unterschied machen kann und andere Firmen und RNA kann sehr vieles machen und aber natürlich nicht das Risiko aus der Impfstoffentwicklung oder aus der Produktentwicklung herausnehmen. Und Sie sehen auch andere Firmen, die jetzt eben nicht so weit auf anderen Plattformen, die nicht so weit gekommen sind. Es ist ein risikoreiches Geschäft, aber das Risiko kann nicht ein Argument dafür sein, es nicht zu machen, weil man auch die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein. Und da ist es jedes Risiko wert, hier in die Hand zu nehmen. Einen Impfstoff entwickeln, die Studien durchführen und dann auch noch die Zulassung, das ist ein ziemlich langer Weg. Hätten Sie im Rückblick erwartet, dass es so schnell gehen kann? Zweierlei. Auf der Grundlage der Technologie hätten wir es für möglich gehalten, natürlich. Weil, wie gesagt, das machen wir 20 Jahre lang und entwickeln genau die Technologie dorthin weiter. Dass dann diese Technologie so schnell jetzt zum Einsatz kommen kann und auch breit produziert werden kann, haben wir auch dran geglaubt, weil das ist genau das, was wir machen. Dass es jetzt innerhalb einer Jahresfrist zu auch einer ersten Zulassung kommt, ohne, und das ist mir sehr wichtig, ohne einen Kompromiss an die
Sicherheit oder Verträglichkeit des Impfstoffs zu machen, das ist atemberaubend. Das ist natürlich nur in Zusammenarbeit auch mit den regulatorischen Behörden, mit einer ganz klaren Transparenz der Daten, die generiert wurden, in einer ganz klaren Datenlage auch zu schaffen. Wurde, wie gesagt, nichts an der Sicherheit und Verträglichkeit eingebüßt. Ganz im Gegenteil, wir haben eine Phase 1 durchgeführt mit 2, 4, 6, 8, dann 12 und 16 Mikrogramm, wo wir die beste Dosis bei 12 Mikrogramm gefunden haben. Das heißt, sehr detailliert, aber auch sehr schnell rekrutiert haben. Das ist atemberaubend, hätte ich am Anfang des Jahres, klar haben wir einen Plan gehabt, gesagt, das ist sehr ambitioniert, aber man muss sich Ambitionen setzen, ansonsten wird man es nicht schaffen. Und es geht schnell und das zeigen auch neue Technologien. Und das, was wir heute machen für Covid-19, ich will es mal sagen, ist auch prädiktiv für weitere Pandemien. Wir werden weitere Pandemien haben und wir wissen nicht, wann sie kommen. Wir wissen auch nicht, welche Viren es sein werden. Aber wir wissen aufgrund dessen, was wir hier geleistet haben, nicht wir, nur wir alleine, dass wir dieses auch angehen können. Bei der Entwicklung von Medikamenten gilt ja oft das Prinzip The winner takes it all. Also wer als erstes am Ziel ist, der streicht am Ende auch den gesamten Erfolg ein. Und deswegen kann man ja sagen, da herrscht in der Pharmabranche auch ein ziemlich großer Wettbewerb. Würden Sie sagen, das ist vielleicht beim Corona-Impfstoff jetzt ein bisschen anders? Ja, das würde ich definitiv sagen. Es ist ein Wettlauf, Sie haben völlig recht, aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Virus. Wie das eben bei dieser gesamten mRNA-Technologie als Innovation ist, fangen Sie immer irgendwo vorne an. Das heißt, das, was heute eben fehlt, ist eine große Produktionskapazität. Deshalb ist in dem Falle hier nicht the winner takes it all. Es muss genügend Impfstoff zur Verfügung stehen, der wahrscheinlich auch unterschiedliche Wirkungen hat auf unterschiedliche Populationen, altersbedingt vielleicht unterschiedlich eingestellt werden muss oder auch unterschiedlich angewendet werden kann. Und deshalb ist es erstmal ein Wettlauf gegen die Zeit, bis eben alle immunisiert werden. Und insofern sind wir auch von der Entwicklung etwas hinten dran. Aber es ist nicht the winner takes it all, dass der Markt, wenn man das so sehen möchte, damit gesättigt ist, überhaupt nicht. Und das kann doch eigentlich gar kein Zufall sein, dass jetzt so viele Impfstoffe aus Deutschland kommen, oder? Spricht das für den Wissenschaftsstandort Deutschland? Nun, Kraft des Faktischen ist es so, dass ich möchte sogar einen Schritt zurückgehen, weil Technologie, wie gesagt, entwickelt sich weiter. Zufälligerweise ist es gerade hier in Tübingen gewesen, 1869, dass Friedrich Miescher in der Schlossküche überhaupt die Nukleotiden entdeckt hat. Die Grundlage für die RNA und auch für die DNA. Sie sehen, wie lange es dauert. Dann kam es zur Entschlüsselung des Genoms. Und das ist die Grundlage dessen, dass Sie eben Gensequenzen tatsächlich auf RNA abbilden können. Und das ist in Deutschland durch die CureVac Ingmar Hoerr, damals die Firma mit Florian von der Möbel, gegründet. Und das dauert dann eben auch 20 Jahre, eine Technologie so weit zu entwickeln. Und Kraft des, wurde dann letztendlich auch mit aufgenommen von der BioNTech in Mainz, die es eben jetzt das erste Produkt zugelassen haben, den Impfstoff zugelassen haben. Das zeigt einfach Kraft des Faktischen. In Deutschland geht schon auch einiges, was man entwickeln kann und offensichtlich auch entwickelt wird. Technologie aus Deutschland, aus Europa für die Welt. Ich glaube, das sollte auch guten Aufwind geben, in weitere Technologien zu investieren und da ein großes Augenmerk drauf zu geben. Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist sehr gut. Jetzt müssen wir schauen, dass es natürlich dann auch so weit entwickelt werden kann, dass es Produkte darauf entwickelt werden können. Also es ist kein Zufall, dass es aus Deutschland kommt. Und wenn wir mal das Kapital und die Verträge, die ganze Organisation beiseite schieben, welche ethische Verpflichtung hat denn ein Pharmaunternehmen? Nun, Medikamente werden für Menschen gemacht und da ist es erstmal unabhängig davon, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, auch welche Nationalität der jeweilige Mensch hat. Das sehen wir in dieser Pandemie. Auch der Virus macht keinen Unterschied nach Geschlecht, Hautfarbe, Grenzen, sondern geht global. Und entsprechend muss das Problem auch global angegangen werden, weil es der Virus kann zurückkommen. Wir sehen es an der zweiten Welle und das macht er auch und er betrifft uns alle. Und insofern muss man zur Lösung des Problems auch international das Problem angehen. Sei es in der klinischen Entwicklung, die jetzt bei uns zum Beispiel in Lateinamerika auch stattfindet, weil dort der Virus aktiv ist, aber auch in Europa. Das heißt, man muss diesen Impfstoff weltweit entwickeln. Da muss er natürlich hinterher auch weltweit zur Verfügung gestellt werden.
weil die Grenzen werden hier aufgezeigt, dass es eben in einem solchen Fall keine Grenzen gibt. Und insofern steht es neben der ethischen Fragestellung auch die soziale Fragestellung, dass man dieses Problem global angehen muss, lokal vielleicht die Produkte entwickeln muss, dort, wo die Technologien sind, aber dann global verfügbar zu machen. Unsere Serie heißt Mindset 21. Mit welchem Mindset blicken Sie denn auf das kommende Jahr? Guter Hoffnung, das Problem angehen zu können. Auch wir als CureVac mit einem dann in 2021 zugelassenen Impfstoff gegen Covid-21, dass wir darüber hinaus aber auch eine Technologie validiert haben, die für zukünftige Pandemien eine Lösung geben kann, vielleicht auch noch schneller, ohne an die Sicherheit und Verträglichkeit Kompromisse zu machen. Es geht um einen Impfstoff, der weder mit dem tatsächlichen Virus arbeitet, noch in das menschliche Genom eingreift, sondern einfach nur ein Messenger. Und das ist die Message für das nächste Jahr. mRNA als Messenger, Träger, Molekül zu geben, der die Informationen dem Körper gibt, selber sich gegen diesen Virus oder auch andere Viren schützen zu können. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Und dann müssen wir daran arbeiten, nicht nur vom Impfstoff her, sondern auch global und auch sozial der Situation Herr zu werden. Und das werden wir auch schaffen. Lieber Herr Dr. Haas, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie haben gerade bestimmt viel zu tun. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich auf Sie bei der nächsten Sendung.